Leute, nach langer Zeit gibt es mal wieder ein Unboxing für einen Aim-Controller. Wer nicht weiß, was genau ein Aim-Controller ist, ein Controller mit Pedals, mit all möglichen Schnickschnack. Ich gehe gleich drauf ein, was alles so toll ist an diesem Controller. Heute ist es sozusagen eine Art Ghost-Unboxing, denn diesen Controller habe ich wieder selber bestellt, geordert von Aim Controllers gestellt bekommen oder sonst irgendwas. Denn der gute Robert, ein Kumpel von mir, wohnt hier in der Nähe, hat mich gefragt, hier, ich habe mir einen Controller bestellt, hast du Bock, ein Unboxing zu machen? Ja, nein, vielleicht, bitte nicht alles dreist ankreuzen. Und ich habe gesagt, komm, können wir machen. Ich finde es geil, dadurch, dass ich nicht weiß, wie der Controller zusammengestellt ist. Ich weiß nur, dass es ein PS5-Controller ist und dass der ein paar extra Features hat, sollte klar sein. Und ich habe ein paar Informationen für alle, die sagen, boah, Aim-Controllers in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, Lieferzeiten, bla bla bla, hin und her. Die Kritik war natürlich zu Recht da und ich habe mich öfter mit dem Chef in Verbindung gesetzt, der natürlich davon Kenntnis genommen hat. Natürlich nicht nur von mir, von vielen anderen Creatern. Wahrscheinlich auch. Achtung, die Lieferzeiten, die Bauzeiten für diese Controller haben sich enorm reduziert. Es gab teilweise Zeiten, da habt ihr das natürlich zu Recht kritisiert, da habt ihr teilweise Monate leider warten müssen. Dieser Controller wurde am 26. August 2023, ganz wichtig, zusammengestellt. Wir haben heute, Stand jetzt, ich nehme dieses Video auf, am 8.9. 2023, ganz wichtig, also 2 Wochen von bestellen, bauen, nach Deutschland schicken, 2 Wochen. Richtig geil. Teilweise, wie gesagt, 1-2 Monate Wartezeit. Übertriebenermaßen war es auch deutlich länger, auch für mich als Creator. Ich habe ab und zu auch mal 1-2 Monate warten müssen. Also das hat sich zum einen drastisch verändert. Und wer das im letzten Unboxing nicht mitbekommen hat, das ist schon ein paar Monate her, die Preise für die Controller wurden drastisch gesenkt. Mein Code wurde dafür reduziert. Ihr bekommt auf meinen Code Casper10 weniger Rabatt, aber die Komponenten sind deutlich reduziert. So spart ihr definitiv, wenn ihr es richtig übertreibt. Ich zeige euch mal einen High-End-Controller. Der hat wirklich alle Technik, die drin ist. Alles, was man sich vorstellen kann. Von digitalen Knöpfen zu Pedals und so weiter und so fort. Bist du bei locker über 300 Euro. Kannst also mittlerweile über 100 Euro sparen. Also bist du bei deutlich unter 300 Euro. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen. Also wer es natürlich nicht... Wer natürlich Aim-Controllers nicht kennt, das wollte ich sagen. Die Controller können richtig geil aussehen. Digitale Buttons, wie gesagt, Pedals. Cyberpunk Edition. Ja, übrigens, die Cyberpunk Edition kann man übrigens nicht bestellen. Auf Wunsch per E-Mail einfach schreiben. Achtung, ich möchte die Cyberpunk Edition. War mal weltweit auf 20 Stück limitiert. Davon habe ich einen bekommen. Und mittlerweile kann man aber auch sagen, pass auf, die Cyberpunk Edition, die gefällt mir, die möchte ich gerne haben. Der sieht ultra nice aus. Oder hier noch eine PlayStation 4 Variante. Bevor ich jetzt aber mich um Kopf und Kragen quatsche, packen wir diesen Controller einfach mal aus, mein Ghost Unboxing. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich weiß lediglich, dass ein bisschen was dran gemoddet wurde. Und wir schauen mal, was dabei so Schönes rumkommt. So, ich habe meine Sammlung nochmal hier aufgebaut. Da seht ihr ja ein bisschen was ich hier so liegen habe. Komme ich nämlich gleich mal auf Spezifikationen zu sprechen. Ich habe das hier schon aufgeschnitten, weil ich nämlich fast hier die Rechnung präsentiert hätte mitten im Video. Also habe ich nochmal neu angefangen. Also den Messerschnitt, den sparen wir uns einfach, weil wir wollen ja nicht sehen, wer hier der Empfänger ist. Also wir packen erstmal das Gerät aus. Wir haben hier ein paar Kärtchen. Lieber Kunde, hast du nicht gesehen, uninteressant. Wichtig ist diese Karte, denn diese Controller können die Pedals voll programmieren. X, Kreis, Dreieck, Viereck, D-Pad, L1, R1 und so weiter und so fort. Kannst du auf die Pedals programmieren. Dazu solltest du die Anleitung unbedingt besitzen und wir legen direkt mal los. Und mir, Alter, mir fällt direkt das erste auf. Die Verpackung hat sich geändert. Dieses Wabenmuster, das kenne ich so noch nicht. Das sieht aber hochwertig aus. Halt die Luft an. Aus. Oh, das sieht edel aus. Komm her. Sehr edel. So. Ah, ich glaube, das ist so ein Magnetverschluss. Tatsächlich. Ein Magnetverschluss und... Hallo! Eine Joker Edition. Okay, Aim Controllers hat neue Designs. Ich wusste, dass es Joker Editions gibt, aber dieses Design ist neu. Zieht euch das rein. Edel. Mit Bullet-Tasten aus Metall, D-Pad aus Metall, Smart Trigger, 1 mm Tastenweg.
für Shooter, Burstwaffen, Einzelschusswaffen enorm wichtig. Und ich sehe, er hat aber nicht die Option gewählt. Moment, das zeige ich kurz. Es gibt auch die Option, einen Controller zu wählen. Da hast du hier so eine Schieberegler. Wenn du Rennspiele spielen willst. Wenn du dich nicht von deinem Aim-Controller lösen willst, kannst du auch Rennspiele damit spielen. Und hier hast du wieder 1 mm Tastenweg. Gibt es natürlich auch mit Gamer Grip, hat Robert ebenfalls nicht gewählt. Was ich auch finde, kein zwingendes Muss. Ich glaube, Moment. Gamer Grip. Hier habe ich zum Beispiel Gamer Grip. Der nutzt sich natürlich irgendwann mit der Zeit ab. Das ist der neuere Gamer Grip. Der fühlt sich geil an, muss aber nicht sein. Ansonsten, wie gesagt, Metalltasten, sehr edel, liegt natürlich cool in der Hand. Die neuesten Pedals, wie gesagt, die kannst du programmieren auf sämtliche Tasten, außer natürlich hier das Touchpad. Was fällt mir noch auf? Standard L1, Standard R1 gibt es nämlich auch mit 1 mm Tastenweg. Kann ich euch ebenfalls zeigen. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Der Controller hat bei mir 1 mm Tastenweg, 1 mm hier. Bei denen, wenn ihr euch einen zusammenstellen wollt, Code Casper 10, wie gesagt, L1, R1, spart euch das. Das macht euch nicht besser. Auch digitale Tasten hat der hier zum Beispiel. Zieht euch mal den Tastenweg rein. Oder beim D-Pad. Minimal ist beim Standard-Controller nicht. Seht ihr den Tastenweg? Deutlich höher. Das macht dich nicht besser, sind wir ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, es fühlt sich mega geil an. Das kann ich euch sagen. Kostet aber ein bisschen mehr. Die Edition sieht ultra, ultra nice aus. Ach so, natürlich, wer sich wundert, hier sind natürlich noch die Sticks. Die Sticks haben einen Fünfkant. Das heißt, wenn die mal abnutzen, machst du ab, drehst den einfach um ein paar Grad und dann hast du wieder mehr Grip. Und was ich auch schon sehe, Robert, schäme er sich. Aim-Controller muss bei mir immer einen erhöhten Stick haben. Siehe oben. Damit kannst du deutlich feiner justieren und aimen. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die mir nicht aufgefallen sind? Nee. Der hat alles, was man braucht. Nicht mehr, nicht weniger. Ein schönes Design und vor allen Dingen greift sich das nicht so schnell ab. Für alle, die es nicht wissen, lebenslange Garantie für immer und ewig. Außer Stickdrift. Nach 90 Tagen erlischt die Garantie für Stickdrift. Ansonsten Garantie auf alles, es sei denn, du sagst, boah, hab ich einen geilen Tag, ich schmeiß ihn gegen die Wand. Dann natürlich nicht. Ladies and Gentlemen, viel mehr gibt es für dieses Unboxing nicht zu sagen. Ich bin raus für heute, Code Casper 10. Spart ihr noch ein bisschen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao und danke, Robert.